Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur nächsten Folge von Resident Evil. Gut. Ich weiß nicht, was es ist. Eine Lasermarkierung von Ziel, das muss bis zum Einschlag des Partys auf das. Okay. Brutaler Angriff. Blut ist. Western route is clear, moving out. Roger that. BSAA craft spotted. Two guards. I can take them. Don't get cocky. Let's go. Large mutated bioweapon sighted. Maybe releasing infectious particulates. Keep your masks on. Ja, was macht er? Reloading. Ich bin echt auf den Bosskampf gespannt. So groß wie Nale. Hey Boss, it's me. I'm at the location preparing for support fire. Might be a minute. Roger. Tundra here. Leaving some supplies in one of the houses, Captain. Help yourself. So viel, so schon, das ist schon viele. Was? Aber das ist, nicht geil. Hier durch wahrscheinlich. Umberize, I need some backup. I see you. 200 to the point. I do not like you, Wolf. I've never heard of a mutant mycete colony going so huge. Granate. Ich beschenke dann aber jetzt sehr viel Muni bisher. Fucking Chris Redfield, Digga. Ah, schon ist gut. Hab ich nicht gesehen. Danach.
sicher, ob sie tot sind. Komm. Schon. Nein, ich hab gerade geblockt. Hab's gesehen. Also, dass wir wieder zurückkommen. Soldaten. I've reached the target location. Damn, this is big. All right, Lobo. Marking the target. Roger that, boss. Einmal hier richtig reinballern in die Scheiße. Bingo. All right. Reloading now. Just a minute. There's a swarm headed that way. Gut, gerne, ich kann nur gerade nicht. Ach, Digga. Miese Hurensohn. Ich kann nicht nachladen. Ja, ich krieg die scheiß Waffe nicht durchgeladen. Looks like it's about to collapse. Hold your horses. I'm reloading. Watch your perimeter, Chris. Oha. Was ist die Granate? Es gibt nichts, kurz Zeit nachzuladen. Ich kann nichts machen, es sind halt viel zu viele da. Please don't tell me the location.
Gator's busted. Ray. I'll mark up here. Hang on. Roger that. Boom! Take that! Good. Megamycete must be below. Explosions. Jo, nein. Toll. I found a way down. I'm going in. The rest of you stay back. Captain, I compared the mold at the village with a sample from the bakers, and there's no sign of the genome editing we saw in the E-series. The stuff originated here. Hm. Hm, bleib so. Heisenberg. Guarding the Mega Mycete, huh? Lobo, I got a tough guy here. I'm gonna need backup. Boss, you're on the grill. There's an opening in the roof. Use it. Okay, I'm moving. Me out. Hold on till I get there. Das ist echt nicht. Heim ich mal. Wieder ein paar Mal gut getroffen. Mehr. I'll keep going. The rest of you stay above ground. Na. Wie nett. Für Chris ist nicht zu groß. Was the fake Mia? Where's the real one? I doubt she saw any further use for her. I don't get any of this. How did Miranda even know Rose exists? A moldy little bird told her, maybe? We can figure that out later. Focus on the plan. I found it. It's the Megamycete. Alpha the squad. I've located the Megamycete. So now we can end this mess after all.
About damn time. And two explosives armed. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances. I'm going in. Roger that. Standing by. Captain, I have eyes on Miranda at the ceremony site. Keep your distance. Do not move until I give the order. I know it's too late now, but we really should have told Ethan the plan. There wasn't time. We didn't expect Miranda to act so soon. Even so, you should have told him. Yeah. Yeah. Boom. This must be Miranda's lab. Cadeau. So they're using this to control the bioweapons. Proband Karl Heisenberg. Kautokompatibilität außerordentlich gut, Hirnfunktionalität normal. Besitzt elektrische Organe wie dies eins Zitterorans. Die Organe sind an das Nervensystem des Probandes angeschlossen, wodurch er in den Lages Elektrizität durch seine gesamten Körperzonen kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar, Arbeitshülle für Eva nicht geeignet. Alsinia Dimescu. Kartoffelmedizin, außer ist gut, funktioniert nur mal. Äußerst hohe Generationsrate. Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Generation geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis: Wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihr Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Generationsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörtes Generationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte, als Hilfe für Eva nicht geeignet. Und das ist dieses Schlangenviech, Wasserviech, ne? Salvador Moreau. Schlecht. Hirnfunktionen unerwartet schlecht. Das Kadau hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es habe sich, ähnlich wie bei Fischen, Kiemen und einen Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellenteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, die Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel als Hülle für Eva nicht geeignet. Weiß was, Alter. Das mit dem Kind hier mit der Puppe. Donna Bivento. Kodo, gut, Hirnfunktion normal, aber schwere Geistererkrankung. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Es kann allerdings eine signalkragende Substanz ausscheiden, mit der Mutationen-infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzination auszulösen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kautor an ihre Puppe verteilt, um sie aus der Ferne kennenzulernen zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Ey, diese Wörter. Mann, das ist Miranda und Eva so ein bisschen. Miranda. Ich bedauere zutiefst, Sie auf unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, Ihre reizenden Dorf Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte zu behaupten, eine Unsterbliche wie sie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarung, die mir während meines Besuchs in ihrem Dorf zuteilt wurde, immer ihre in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und sie so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in die menschliche Evolution würde verwirklichen könnten.
Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennen, bestärkt mich nur meine Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass ich ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollen eine einzelne ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit ihren Pilz erfüllten nicht die Anforderungen, für die sie exponentiell ausbreitete Infektionen, die sie anstreben. Ein Virus wäre dafür besser geeignet. Das wäre der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue mich heute noch nie Lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Zivilisation gefunden. Prognetior. Ein in Afrika heimischer Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen. Nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie einige Tage Ihrer Zeit erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt, dafür stehe ich auf ewig Ihre Schuld. Herzlichst auf ewig Ihr Schüler Oswald E. Spencer. Der Macher. Hier. No way. Spencer. Da, wo Teil 1 anfängt. Ende Teil 8. Schon geil. Meine geliebte Eva. Es ist jetzt 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mir weggenahm. Es war so hilflos damals. Ich war so hilflos. Aber jetzt kann ich dich mit Hilfe eines, ich nenne es aber mega, wieder zu mir holen. Ich musste die regenerative Fähigkeiten deiner neuen Höhle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann in Kelch der Giganten, dem Regler der Mega, wiederbelebt. Jetzt, was jetzt noch fehlt, ist mit dem Mega zu vereinen. Endlich kann die Theorie beginnen. Ich glaube nicht, dass hier das drauf steht. Dieses Kind nicht Eva? Aus 37? Ich weiß gar nicht. Show me your hands. Umbrise, this is Alpha. Where is Miranda right now? You. I'm glad you saved me. Why are you here? I was caught in Houston experiments. Wait, did you say Mia? Mia Winters? In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait! You can't leave me here! You promised, damn it! You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything! And I didn't care. So long as we were together. So you tell me, where is my husband? Where is my daughter? Ethan is... He's gone. I couldn't save him. But I can save Rose. Come on. It's not safe here after all. What do you mean he's gone? He's dead. I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village. No! You're wrong. I tried to keep this a secret, but you don't understand how special he is. What? Ich lebe noch? Ethan lebt noch? Okay, bevor wir uns das angucken, das wird gerade zu viel. Sehen wir uns in der nächsten Folge und somit auf.